Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Chef? Ja, was ist? Ich will mehr Geld. Nix gibt's. Ob Handelsblatt, Die Welt, Focus Money oder Spiegel und. An einer Frau führt kein Weg vorbei. Claudia Kimmich zählt zu den gefragtesten Coaches in Deutschland, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht. Logo, dass ich sie zu mir eingeladen habe. Extra für euch. Hi Claudia, schön, dass du dabei bist. Hey Tanja, vielen Dank für die Einladung. Claudia, du bist Jägerstochter, tanzt Tango und hast dir dein Informatikstudium mit Stricken, Handball und Tanztrainings finanziert. Wer noch ist Claudia Kimmich in 20 Sekunden? Ach, Claudia Kimmich ist vor allem die Leute in den Hintern tritt. Und wer diesen Tritt überlegt, der fliegt auch weit. Und damit geht's dann auch mit dem Chef. Ah, kurz und bündig, weniger als 20 Sekunden. Entweder oder würde ich gerne mit dir spielen. Ich gebe dir ein Wortpaar vor und du entscheidest dich spontan, was eher auf dich zutrifft. Bereit? Jawohl. Laut oder leise? Laut. Bauchmensch oder Kopfmensch? Beides. Umsonst, also für die Auswärtigen umsonst, oder bezahlt? Bezahlt. Warum? Weil ich es wert bin. Es heißt ja häufig gute Arbeit, gutes Geld. Warum tun sich die Menschen oft so schwer damit, für sich einzustehen und ein gutes Gehalt für sich auszuhandeln? Naja, die Problematik ist, dass das Geldthema am eigenen Selbstwert sehr, sehr nah dranhängt. Und das für die beste Freundin können wir ja, ne, Löwenmutter-Syndrom, immer super verhandeln. Aber für uns selbst fällt uns halt schwer. Und außerdem denkt jeder, das geht einfach so. Ne? Im Sport würde kein Mensch ohne Training auf den Platz gehen. Aber wie oft man Gehaltsverhandlungen trainiert, wenn wir das eure Hörer fragen, na, dann könnte es wahrscheinlich unter 10.000 Mal sein. Also wenn wir trainieren würden, würde es besser gehen. Du coachst ja sowohl Männer als auch Frauen in Sachen Gehaltsverhandlungen. Gibt es da thematische Unterschiede? Also wo brauchen die Männer häufig Unterstützung und wo die Frauen? Also beide brauchen Übung. Und zum Beispiel Techniker und Frauen haben das gleiche Problem in Sachen Perfektionismus und Tiefstapelei. Und letztlich brauchen die Frauen oft noch ein bisschen mehr einen Schubs, um sich zu trauen. Und die Männer vielleicht eher dieses sachliche sich einbremsen oder wirklich Argumente haben, um nicht nur draufzuhauen. Ich würde das Tiefstaplerei in ein Hochstapler-Syndrom verwandeln. Warum? Wir nennen das in der Psychologie tatsächlich so. Die Frauen haben Angst, hochzustapeln. Deswegen tun sie tiefstapeln. Es wird aber tatsächlich Hochstapler-Syndrom genannt. Wieder was gelernt. Claudia, exklusiv für unsere Hörerinnen und Hörer. Hast du einen Lieblingstipp für Einstiegsverhandlungen bei einem neuen Arbeitgeber? Na, der Lieblingstipp ist, sich erstmal bei 3 Arbeitgebern zu bewerben, wo ich nicht hin will, da das Doppelte zu verlangen. Dann wird es bei dem neuen Arbeitgeber, weil ich ja dann schon weiß, dass es geht, viel leichter. Und ansonsten vorbereiten, die Gehaltsstufe wissen, Schmerzensgeld, okay, und Juhu-Ziel und die Fakten dazu. Dann läuft es auch. Oh, I like diesen Tipp, mag ich total gerne. Wie sieht's denn aus, wenn ich einfach nur eine Gehaltserhöhung von meinem jetzigen Arbeitgeber will? Dass es einfach nur immer schwieriger ist. Auch da eine Projektliste führen, schau aufschreiben, was mache ich in der zweiten Spalte, was ist mein Anteil an dem, was ich da tue, also habe ich es eingekippt, war es meine Idee, bin ich verantwortlich. Und im dritten ganz wichtig, der Nutzen, weil wir kaufen ja zum Beispiel auch keine Kaffeekanne, so eine Thermoskanne, sondern wir kaufen ja auch warmen Kaffee. Und deswegen sich genau damit auseinandersetzen, was ist mein Nutzen und das auf den Punkt bringen in der Gehaltsverhandlung. Und nicht nur, was ist mein Nutzen, sondern was ist auch dein Nutzen, oder? Als Arbeitgeber. Genau, was ist mein Nutzen für dich als Arbeitgeber? Lass uns mal einen kurzen Blick auf ein paar unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften werfen. Ich nenne dir ein Eigenschaftswort und du sagst mir mit einem Satz, was du einer solchen Person empfehlen würdest, okay? Jawohl. Zurückhaltend. Na, so lange üben, bis es mir leicht von den Lippen flutscht und ich dann einfach sicher bin, dass ich keine Zurückhaltung mehr brauche. Bescheiden. Überlegen, was ich wirklich wert bin und nicht drüber nachdenken, was für mich genug wäre. Lautstark. Oh, ausnutzen, einsetzen und manchmal vielleicht auch ein bisschen zurückstecken, wenn es diplomatischer sein sollte. I like. Zum Schluss habe ich dir noch ein Zitat, ne? Vielleicht sogar ein zweites von bekannten Menschen mitgebracht und ich bin gespannt, was deine Meinung dazu ist. Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist besser in einem Taxi zu weinen als in der Straßenbahn. Marcel Reich-Ranicki.
Der hat die Probleme wahrscheinlich auch nicht gehabt. Aber grundsätzlich, es gibt ja eine Studie, dass es ab einer bestimmten Summe nicht mehr glücklicher macht. Aber sicherer ist es wahrscheinlich doch bis zu dieser bestimmten Summe. Und deswegen einfach fordern bis dahin und dann möglicherweise noch weiter. Dann macht es nicht nur glücklich, sondern vielleicht auch lustig, was auch immer. Ich habe noch ein anderes Zitat. Okay, hörst du zu? Jawohl. Nein ist ein ganzer Satz. Claudia Kimmich. Das kenne ich. Und gleich darauf folgt Tubas oder Heuleise. Das heißt, nie wieder rechtfertigen, nicht erklären, sondern einfach Nein sagen und den Allerwertesten schwingen. Danke, liebe Claudia, für die vielen wertvollen Tipps und Hinweise. Danke auch zurück für die Einladung. Ich hatte viel Spaß und komme immer gerne wieder. Wenn ihr nun mehr über Claudia Kimmich mit einem M erfahren wollt und noch mehr Tipps in Sachen Gehaltsverhandlungen haben wollt, so schaut mal auf www.kimmich.de. Das war Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop.